Blindflug zum Ziel. Dein Coaching zum Mitnehmen. Provokant, charmant, interessant. Mit Life-Coach Constanze Hill und Moderator Dominik Klinger. Hörer dieses Podcasts wissen, dass Constanze Hill ein Faible für Ernährung und Gewichtsreduktion hat. Das ist keine Überraschung. Was schon eine Überraschung ist, bis jetzt haben wir dieses Thema im Podcast noch kaum mit Experten besprochen. Das werden wir heute ändern. Constanze hat nämlich Thilo Vierheilig kontaktiert, seines Zeichens Ernährungscoach. Willkommen in der Show. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. Thilo, du bist Ernährungscoach und ich liebe Essen, wirklich. Und ich bin auch Coach und ich hatte noch keinen Ernährungscoach hier und du bist nicht irgendein Ernährungscoach, sondern natürlich bist du so ein Coach wie alle, die hier bei mir zu Gast sind. Du hebst dich von der klassischen Masse ein wenig ab, aber das werden wir jetzt gleich im Gespräch herausfinden, ne? Also die Hörer werden es herausfinden. Yeah. Ich möchte mal damit anfangen, ich habe ja 25 Kilogramm Fett verloren. Ich war ja wirklich mal sehr, sehr dick und ich habe das jetzt seit Jahren weg. Und ich freue mich jetzt wirklich über, es ist mir ein ureigenstes Anliegen, gegen Übergewicht etwas zu tun. Ja, darum bist du auch heute hier. Ich hätte jetzt gerne mal von dir gewusst, wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen, Ernährungscoach zu werden? Ja, das war die folgendermaßen. Ich bin ja viele Jahre in der Gastronomie unterwegs gewesen. Bin gelernter Koch, war in vielen Küchen der Welt unterwegs und in der Gastronomie ist Ernährung nicht so wichtig, da muss es gut schmecken und muss gut aussehen. Und viel muss es sein, findest du nicht? Das wird immer mehr. Vor allem in Franken, ich komme aus Bamberg, da müssen die Portionen riesig sein und müssen die Hälfte kosten. Ja, genau. Aber was jetzt da drin ist in dem Essen, interessiert erstmal keinen oder ganz wenige Menschen. Es gibt schon immer mehr jetzt wieder, in der Gastronomie kommt auch langsam so eine Welle, aber ganz, ganz langsam. Man muss wirklich gucken, auch wo man dann wirklich was Nährstoffreiches, Gesundes zum Essen kriegt. Und gesund ist ja auch für jeden anders. Also gesund ist nicht für jeden gleich. Das stimmt. Das will ich auch gleich mal vorweg schieben. Weshalb ich dann Ernährungscoach geworden bin, ist einfach, ich habe mir selber meine Ernährung angeguckt. Irgendwann, also ich habe auch von meiner Mutter schon viel mit auf den Weg bekommen, weil die Vollwertküche in den 80er und 90er Jahren war ja voll im Trend und da war meine Mutter ganz extrem, fast zu extrem, muss ich sagen. Immer zwei Rohkostsalate und immer nur Vollkorn. Das war dann auch too much manchmal. Und die Ausnahme durfte dann gar nicht sein und als Kind ist auch gar nicht so gut, ohne Ausnahme zu machen. Das mache ich bei meinen Töchtern zum Beispiel anders. Da sage ich, so, jetzt gibt es was, also gesund ist ja auch kein Argument für ein Kind, wenn ich sage, dass es gesund ist, das bitte, ist kein Argument. Es muss im Schnitt passen, sage ich einfach. Und Ernährungscoach bin ich aus dem Grund geworden, ich habe dann die Ausbildung zum Business Coach bei der IHK gemacht, hat meinen Horizont sehr erweitert und mit dem ganzen Küchenwissen und der Ausbildung zum Ernährungsberater, welche auch über 4 Monate Vollzeit gegangen ist. Also da habe ich wirklich fundiertes Wissen mir nochmal aufgeschaufelt und alles aufgesogen wie ein Schwamm. Das liebe ich einfach. Und das Ganze eben in dieses Paket aus den verschiedenen Bereichen, die ich eben gelernt habe, gebastelt. Und dann eben, um dann eben den Menschen den Mehrwert zu geben, dass sie ihre eigene Ernährung optimieren können, gesund bleiben. Also oder gesund werden. Also ich arbeite natürlich am liebsten präventiv, dass die Menschen erst gar nicht krank werden, aber über Ernährung, wenn man sich jahrelang falsch ernährt und sich schlechte Fette reingibt, schlechte Kohlenhydrate, zu viel Zucker und so weiter, das sind ja so Sachen, die man kennt, dann kommen irgendwann die altersbedingten Krankheiten, wie man sie auch betitelt, aber die sind ja nicht wegen dem Alter, sondern weil man einfach viele Jahre eben diese Sünden begangen hat und einfach zu viel von allem. Und das begeistert mich eben, anderen Menschen dazu helfen, in Gesundheit zu bleiben oder erst gar nicht und gar nicht erst krank zu werden. Wie sieht denn ein gutes Leben zu führen? Ja. Wie sieht denn für dich eine optimierte Ernährung aus, ganz persönlich? Was ist denn nun wirklich gesund, optimal? Und ich weiß ja, du bringst ja auch Menschen bei, wie man kocht. Genau. In der Online-Kochschule zum Beispiel, aber auch in Person dann hier vor Ort im Moment in Bamberg mache ich Kochworkshops. Die optimale Ernährung kann ich nicht pauschal für jeden sagen. Ich meine, da darf jeder sein eigenes finden. Im Schnitt sollte man natürlich gucken, was brauche ich für Nährstoffe? Wie sind die Lebensmittel, die ich hier in der Region bekomme? Saisonal leben auf jeden Fall und einfach darauf achten, was einem gut tut. Aber jetzt nicht sagen, ja, ich esse jeden Tag Currywurst und mir geht's gut, weil dann ist man wahrscheinlich schon
so in seinem Fahrwasser drin, dass man gar nichts mehr spürt. Ich sage, wenn jemand bewusst lebt und wirklich auch bewusst isst, das heißt ordentlich kauen, auch wissen, was man da sich, was man isst, dann kann man gar nicht falsch liegen. Weil wenn ich was in den Mund nehme und wirklich darauf achte, an der Speichelzusammensetzung merkt man dann schon, tut mir das gut meinem Körper oder eben nicht. Aber das ist auch eine gewisse Phase, die es braucht, wenn man jetzt eine Zeit lang wirklich viel Fastfood gegessen hat zum Beispiel, braucht der Körper auch eine Umstellung. Ja, weil was ja so wahnsinnig interessant ist, ist ne, dieses Thema, dieses Clean Eating, wie man immer so schon sagt. Ja. Also Lebensmittel, die tatsächlich als solche zu erkennen sind, die nicht verarbeitet worden sind, sondern ich sage jetzt mal Obst, Gemüse. Ich würde jetzt mal sagen, manche Brotsorten zählen da ja für mich auch dazu. Ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst. Also so ein gutes Vollkornbrot, also ein gutes Brot, ja. Gibt auch gute Bäcker, die das gut machen, ja. Handgemachtes, gutes Brot, oder? Kann man schon essen, denke ich. Man muss kein Fleisch essen, aber man kann, wenn es Bioqualität ist. Ne? Ich finde, wenn man so achtet drauf, ne? Wo kommt die Milch her? Wo kommt das Ei her? Genau. Ist die Milch, es gibt ja auch die Milch in Flaschen, die noch so den Rahmen drauf hat, ja? Die nicht pasteurisiert wurde, oder? Und ich glaube, da ist man schon sehr gut dabei, wenn man hier vorwiegend einfach auf gute Lebensmittelqualität achtet, oder nicht? Das ist schon mal der Grundbaustein, natürlich. Ja, also das sind alles Themen, die ich auch im Podcast wirklich thematisiere. Kuhmilch und so weiter ist ja auch ein ganz brisantes Thema. Ja. Da gibt es so viel zu wissen drüber. Da gibt es auch einen Film, den man sich auf YouTube mal anschauen kann, Die Milchlüge, oder meine Podcast-Folge darüber hören. Und da darf sich jeder sein eigenes Bild dann machen. Ich glaube, wenn ich jetzt über die Milch hier referieren würde, da könnte man allein eine Viertelstunde mit füllen. Nee, kurz, trinkst du Milch, ja oder nein? Nein, also ich mache Ausnahmen, aber Kuhmilch ist komplett rausgeflogen, weil ich brauche keine Wachstumshormone mehr. Und wenn man eine schlechte Milch hat, was heißt schlechte Milch ist zum Beispiel, wenn die Kühe in der Massentierhaltung sind und die Hörner abgesägt bekommen, dann geht das Eiter in die Milch, weil die eitern dann am Kopf und das geht in den Kreislauf, in den Blutkreislauf und wird dann auch in der Milch dann in Kleinstbestandteilen sein, die wird ja homogenisiert. Insofern wird das alles schön da reingepresst und das ist mittlerweile, es ist nachgewiesen sogar. Ja, und da muss jeder eben für sich entscheiden. Es ist auch ein Lebensmittel, das den Körper säuert und entzieht dem Körper Kalzium und gibt ihm keins. Isst du auch kein Fleisch? Ich esse Fleisch, aber sehr, sehr wenig und wenn, dann in einer super Qualität. Also dann weiß ich auch, wo das Tier gelebt hat und dass es gutes Futter bekommen hat. Und dass eben die Umstände passen. Aber kein Käse, keine Eier? Nö, also Eier schon. Ei ist auch prinzipiell ein super Lebensmittel, muss ich sagen. Da das Gleiche wieder, ne? Also da weiß ich eben, die Hühner, die haben ein ordentliches Leben, die werden gut gefüttert. Ich versuche dann das Beste rauszuholen. Aber prinzipiell mal kein schlechtes Lebensmittel, da hat er eine super Nährstoffdichte. Ich frage dich jetzt wirklich Lebensmittel ab, weil nämlich das mir ein Anliegen. Es gibt so viel Unklarheit drüber, ja? In diesem ganzen riesen Internet. Jeder sagt, also wir hören jetzt mal auf dich, weil du bist Ernährungscoach. So. Du sagst, das Ei ist okay, die Kuhmilch ist rausgeflogen bei dir und das Fleisch wirklich ganz selten in Massen, in höchster Qualität. Was ist denn mit Fisch? Ich meine, die Ozeane sind alle vergiftet. Ja, also es spricht im Prinzip nichts dagegen, wenn man es nicht übertreibt. Ich meine, man muss halt gucken im Schnitt. Man kann auch Fleisch weglassen und Eier weglassen. Man muss nur gucken, was ist da drin und was für Nährstoffe brauche ich und dass mein Körper gut funktioniert. Das ist eben das Entscheidende. Man braucht einfach das Wissen dahinter. Was steckt dahinter? Beim Fleisch ist es halt ganz klar, Vitamin B12 kriege ich, wenn ich mich sehr gut auskenne, auch über Algen. Und Nahrungsergänzung ist auch so ein Thema, wo ich sage, ja, situativ, definitiv nicht verkehrt. Überhaupt nicht. Ist dann ein Bakterium und ist halt dann eine Wissenssache. Wie fülle ich das auf, was ich brauche? Reis, es gibt ja dieses Reis-Bashing, ja, und ich denke mir dann immer, Leute, die halbe Welt lebt von Reis, ja? Ja. Und hier erklären sie alle, na, der Reis, das ist ganz furchtbar, kein Reis mehr. Wenn man es nicht übertreibt, spricht da auch nichts dagegen, Reis zu essen, wenn man es verträgt. Ich meine, das haut halt den Blutzuckerspiegel recht hoch, aber beim gesunden Menschen gar kein Problem. Meine Meinung. Und dann ein Vollkornreis hat natürlich mehr Nährstoffe, weil ist einfach klar. Die äußerste Schicht noch dran ist. Noch dran ist, ja. Aber ich meine, guck mal. Einfach mal mischen auch. Aber Asien, Afrika, ich meine, die halbe Welt lebt von Reis. Ja. Ja. Ist ja kein schlechtes Lebensmittel. Ich meine, die essen aber dazu sehr viel Gemüse, muss man sagen. Ja, ne? Richtig. Das ist also im Punkt, Verhältnis muss es halt passen. Die Balance muss hergestellt werden, auch wie in der Natur. Und die Natur macht keine Fehler.
Und die Leute leben so, was bei denen auch wächst. Und ich wachse auch da auf, welche Lebensmittel ich prinzipiell zu mir nehmen sollte. Okay, das heißt, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, das Übergewicht. Ja. Ja. Aus deiner Sicht, Abnehmen leicht gemacht, was ist deine persönliche Methode, die du den Leuten empfiehlst und woran liegt es vor allem, dass wir alle, also nicht alle, aber dass sehr viele wirklich so unglaublich dick sind und dass es so schwer ist, hier das in den Griff zu kriegen? Ja, mit dem Übergewicht ist so ein Thema. Was ich auch erschreckend finde, es gibt so viele übergewichtige Kinder und die Zahl steigt. Und es ist spannend. Ich habe jetzt gerade die Woche, ich arbeite mit dem Psychomotorikverein hier in Bamberg zusammen, da gebe ich einen Kochworkshop für übergewichtige Kids. Die werden jetzt verabschiedet, aber die haben nicht abgenommen in der Zeit. Wäre ich früher da hingekommen, hätte man bestimmt mehr erreichen können. Aber ich gebe denen nochmal einen Abschlusskochworkshop und da machen wir zum Beispiel Pommes frites mal selber. Ich zeige denen, dass die Pommes frites als Fertigprodukt eine Kartoffel ist, dass man die selber ruckizucki machen kann. Wir machen einen Ketchup selber, wir machen eine Mayonnaise selber, aber ohne Ei, sondern mit Cashewnüssen. Und das sind alles Lebensmittel, die gut auf den Blutzuckerspiegel wirken. Und warum wird jemand dick? Weil der Blutzuckerspiegel, also es ist nicht immer so, aber in den meisten Fällen, der Blutzuckerspiegel ist einfach ständig zu hoch, schießt hoch, schießt runter, weil einfach die Lebensmittel so gewählt werden, zum Beispiel der Haushaltszucker. Im Ketchup ist ja, in dem gekauften ist ja wahnsinnig viel Haushaltszucker, schießt der Blutzuckerspiegel hoch und schießt auch ganz schnell wieder runter. Wenn ich jetzt andere Zutaten habe, dann geht er nicht so arg nach oben, der Blutzuckerspiegel bleibt länger konstant und es stresst den Körper nicht so und lässt einfach die Fettverdauung auch ganz anders geschehen. Und so setzt es eben auch an, ne? Und das ist das Thema, kann auch sein, zu viel Kohlenhydrate, also zu viel schlechte Kohlenhydrate. Was sind denn gute Bewegung. Kohlenhydrate? Also, weil dieses Low Carb ist ja, ich habe das ja probiert, ich war ja so grantig. Also ich halte das überhaupt nicht aus. Ja. Ne, manche machen auch den Fehler, die essen zu wenig dann. Und wenn du unter deinen Grundumsatz kommst, dann nimmst du auch zu. Weil der Körper sagt, Hilfe, 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 ich krieg keine Energie mehr. Und sobald er wieder was kriegt, sammelt er alles an. Dann nimmt man auch wieder zu. Also den Fehler machen auch viele, weil sie es nicht wissen. Also wenn ich jetzt alles weglassen würde oder nur noch Karotten esse, dann würde ich auch zunehmen. Ich könnte aber im Gegensatz jeden Tag Schweinshaxen essen und würde auch abnehmen. Jeden Tag Schweinshaxen und du nimmst ab? Aber es kann nicht gesund sein. Nee, auf keinen Fall gesund. Würde ich auch nicht empfehlen, weil der Harnsäurespiegel, der steigt so extrem an und der Körper übersäuert total. Na, ich denke, wir können uns schon darauf festlegen, wenn man jetzt täglich nicht mehr als 1200 Kalorien oder nicht weniger zu sich nimmt, nimmt man wahrscheinlich ab. Ja, also ungefähr, das genau. Ist so. Also das ist so ungefähr, der Grundumsatz ist so um die 1000 Kilokalorien, genau, je nach Mensch verschieden halt. Und nach Tätigkeit halt auch. Ich muss immer den einzelnen Menschen sehen mit seiner Lebenssituation, mit seinen gesamten Umständen. Richtig, abnehmen ist nämlich individuell. Und nur dann kann ich wirklich sagen, das passt zu dir oder das passt nicht zu dir. Manche Sachen kann ich wirklich festsagen, die funktionieren im Schnitt. Es kann aber auch ein Stressthema sein, dass der Cortisolspiegel im Körper einfach viel zu hoch ist. Und dann habe ich auch ein Problem, weil der Kohlenhydratstoffwechsel dann nicht funktioniert. Also wir können uns jedenfalls, glaube ich, schon darauf einigen, dass der Übergewichtige nicht deswegen übergewichtig ist, weil er gelegentlich zu viel Reis isst, sondern weil er wahrscheinlich von allem zu viel isst. Also zumindest war das früher bei mir so. Und dieses Überessen, dieses Kompensieren durch Essen, dieses ständig Essen, das macht viel aus. Und wenn man dann plötzlich beginnt mit intermittierendem Fasten oder so Zeug, ja, da kannst du sogar alles essen, aber halt, es gibt halt lange Esspausen. Und das hat mir zum Beispiel schon auch sehr gut getan. Ja, es gibt auch ein paar Tricks, sage ich mal. Und da kann ich auch meine 5 Podcast-Folgen empfehlen, das sind 5 Schritte zum Abnehmen. Da kann man schon sehr viel rausnehmen. Ich gebe mir da wirklich Mühe, auch was mitzugeben, was man umsetzen kann. Und wenn man das wirklich adäquat durchzieht und wenn man ein konsequenter Mensch ist, dann hat man da die Chance, allein damit schon den einen oder anderen Schritt zu erreichen, mit Sicherheit. Und danach, wenn es dann nicht geklappt hat, dann gerne auch bei mir melden, dass man mal ein kurzes Vorgespräch führt und dann irgendwann kann man natürlich dann aktiv miteinander arbeiten, weil mir liegt nichts größer daran, als dem Menschen, dem jeweiligen weiterzuhelfen in seiner Lebenssituation und ihm einfach sein Wohlfühlgewicht selber finden zu lassen. Perfekt, und im Endeffekt macht das selbst, weil ich mach's nicht. Ich unterstütze dabei, aber massiv. Du, und wie finden deine Coachings überhaupt statt? Online, persönlich? Ja, es ist verschieden. Also ich treffe mich gern mit den Menschen. Allerdings bin ich in Bamberg und wenn jemand will, dass ich nach Hamburg komme, mache ich das auch. Dann müssen wir halt einfach einen Deal finden. Aber es wird halt natürlich dann teurer, ne? Ja, klar. Aber es geht auch online wahrscheinlich, ne? Ja, freilich über Skype oder Telefon. Ich habe auch schon ganz viele Coachings über Telefon gemacht.
Das geht auch wunderbar, war ich ganz überrascht, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Mhm. Aber man kann schon sehr viel transportieren und es kommt immer auf die Person an, was derjenige dann umsetzt. Also ich kann garantieren oder ziemlich sicher garantieren, dass wenn alles umgesetzt wird, was man zusammen arbeitet und wenn derjenige mitmacht, dann funktioniert das definitiv. Das ist immer so beim Coaching. Du bist der Thilo Vierheilig, so findet man dich auch im Netz, gell? Der Vierheilig ist mein Firmenname, genau, da findet man mich definitiv. Und wie heißt dein Podcast genau? Podcast über Ernährung und Kochkunst. Also eindeutiger geht's nicht. Podcast über Ernährung und Kochkunst. Genau, auf den Punkt. Schön. Ich freue mich über ein wirklich spannendes, informatives Gespräch und finde, dass du auf einem ganz wesentlich wichtigen Kreuzzug hier bist. Ja. Tun wir was gemeinsam gegen Übergewicht. Ja, ganz klar. Also da darf jeder sich selber an der Nase packen und einfach gucken, wo liegt's, wo ist die Ursache. Es kann natürlich auch eine Erkrankung sein, was ich auch immer sage, ich mache keine Diagnose, da muss dann ein Heilpraktiker mit einbezogen werden oder ein Arzt dementsprechend. Über den Tellerrand aber ein bisschen blicken, das ist immer ganz wichtig. Das ist auch ein Thema. Ärzte werden nicht in Ernährung ausgebildet, ne? Leider. Viele Heilpraktiker auch nicht. Deswegen, ich bin auch Dozent bei der Deutschen Heilpraktikerschule und unterrichte da praxisnahe Nährstoffkunde zum Beispiel. Das finde ich toll. Super Sache. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank für ein wirklich spannendes Gespräch. Dankeschön. Ich danke dir. Du hast eine Frage oder möchtest du Dominik und Constanze etwas mitteilen? blindflugzumziel.com. Und über deine Rezension auf iTunes würden sich Dominik und Constanze überaus freuen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.